Hallo und willkommen zurück hier bei Episode 4 des Let's Plays im Euro Truck Simulator 2 von und mit Gentleman MG. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Zeit und Lust und wir gucken dann direkt mal rein. Wie ihr sehen könnt, unser Kontostand beläuft sich mittlerweile auf 19.554 Euro. Das sieht schon ganz anders aus als am Anfang, ja. In den letzten 7 Tagen haben wir einen Durchschnittsprofit von 18.054 Euro. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer noch weit entfernt von dem Geld, das wir brauchen, um uns eine erste eigene Zugmaschine zu kaufen. Von daher würde ich sagen, direkt nachdem ihr den Daumen nach oben geklickt habt, also den Like-Button, die Glocke für das Abo und mir vielleicht noch einen Kommentar dagelassen habt, würde ich sagen, legen wir direkt los, schauen auch nach dem nächsten Auftrag. Denn wir müssen Geld verdienen. Auf geht's. So, wir haben erfolgreich LKW-Batterien nach Erfurt geliefert für DHL beim letzten Mal. Das heißt, dort stehen wir auch noch und hier würde auch die beste nächste Lieferung für uns im Anschluss warten. Und zwar von hier nach Erfurt. Düngemittel 20 Tonnen nach Wien für sage und schreibe 11.269 Euro. Ja, ich würde sagen, auf geht's, das schnappen wir uns und rein. Erstmal, ihr kennt das, Kaffee. So, Leute, das heißt, Los. Motor an. Licht an, Navi-Zoom-Stufe umgestellt, Fenster auf, aha. Ja, Sternenhimmel, wir sehen das. Oh, was ist das denn für ein Display? Ach, das ist bestimmt für den Funk. Und dann sind wir bereit für das Chaos, das uns heute auf den Straßen erwartet. Auf geht's, Leute. Wie sieht unsere Kiste aus? Schmutzig, 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 schmuddelig. Ich glaube, ich bin schon direkt falsch gefahren. Ich hätte hier gar nicht auf den Parkplatz gemusst. Ja. Manche Dinge ändern sich nie, und zwar, dass das Chaos bei mir immer mitfährt. Wirklich immer. Oh, 709 Kilometer. Also ihr merkt auch schon, unsere Fahrten werden immer länger. Die erste war, glaube ich, 240. Dann hatten wir 300, dann hatten wir 400 und jetzt sind wir schon bei 708 Kilometer. Das ist super, Leute. Ja, ich hoffe, es geht euch schon gut. Ich hoffe, ihr habt Bock. Nach wie vor habe ich wahnsinnig Bock, euch mit diesem Let's Play zu unterhalten und natürlich auch allen anderen Videos, die ihr gerne sehen möchtet, ja. Wie ihr bereits am Anfang des Videos erwähnt, liken, abonnieren, kommentieren, das ist sehr, sehr wichtig, denn der YouTube-Algorithmus, der legt sehr viel Wert darauf, ja. Und nur dann, wenn der Algorithmus mich mag, kann ich bekannt werden und weiterhin Content für euch produzieren, liebe Leute. Von daher immer schön liken und abonnieren, ganz, ganz wichtig. Oh, ich sehe gerade, es scheint so, als ob wir heute in dieser Episode zum allerersten Mal Regen haben. Das finde ich super, denn bisher haben wir noch keinen Regen gesehen. Biege nach links ab. Oh, biege nach links ab. Ich biege nach links ab, ja. Ampel, das ist übrigens immer ganz toll, wenn man die Ampel nicht sieht. Ja, wir gucken einfach mal und machen dann wohl unsere erste Regentour.
Oh, ich muss tatsächlich sagen, mein Arm wird gerade nass. Von daher mache ich mal das Fenster ein wenig weiter zu. Auf der rechten Seite habe ich das schon geschlossen. Ich Geschwindigkeitsbegrenzung. arbeite, ich achte selbstverständlich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist ja selbstverständlich und Bitte eine links Kleinigkeit halten. für mich. Ich hoffe, ihr merkt die Ironie. Deswegen schnell auf die 80 und dann Tempomat rein. Und auf geht's. So. Ja, Leute, freut mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid bei der mittlerweile vierten Folge unseres Let's Plays. Bei Folge 100 machen wir dann gemeinsam einen Jubiläumsstream. Ja, es macht mir nach wie vor wahnsinnig Spaß. Ich lerne mit jeder Episode etwas dazu. Es fällt mir mittlerweile auch leichter, die Videos zu schneiden. Ja, ich kann besser mit der Software umgehen. Es ist einfach die Praxis. Es geht besser von der Hand. Nach jeder Episode passe ich die Einstellungen ein bisschen an, optimiere das Ganze ein wenig, ja, für euch. Und ja, ich Rechts glaube, halten, wenn dann bevor wir Auswahl Episode drücken. 100 erreichen, läuft der Stream sehr rund. So, ich Linke Ausfahrt rechts. nehme übrigens einfach mal die Ausfahrt rechts Immer geradeaus. und fahre dann immer geradeaus hinter dem Kollegen daher. Es kommen immer noch ein paar Wassertropfen rein durch das nicht ganz geschlossene Fenster, aber Bitte Leute, ich rechts bin halten. echt total der frisch toter Winkel, seht ihr? Ich bin echt total der Frischluftfanatiker, ich sag's euch. Das war jetzt wirklich mal ein super Beispiel für den toten Winkel beim LKW. Der war im Rückspiegel rechts nicht zu sehen. Keine Chance. Und so passieren Unfälle. Genau so und nicht anders. Es ist auch schon morgen, es wird langsam hell. Ja, das heißt, wir fahren dann heute zum ersten Mal nach Österreich. Bitte links halten. Ich halte mich bitte links. Selbstverständlich mache ich das. Richtung Dresden. Oh, hier ist Achtung, 60. Ich dachte achten Sie auf 80. die Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. ja. Mach es doch glatt immer. So, jetzt haben wir 80. Tempomat rein und hat das war Tempomat raus. Okay. Spannend, spannend, spannend. Da unten in der Mitte ist die Tempomat-Anzeige. Ja, das ist auch tatsächlich in jeder Zugmaschine anders. Eines dieser negativen Auswirkungen, wenn man keinen eigenen Truck hat, weil ständig alle Instrumente alles anders ist. Aber damit kommen wir klar. Das ist ja nur kein Dauerzustand für uns und wir arbeiten ja auf unseren eigenen Truck hin. Also ich persönlich gucke ja schon viel lieber auf den Kontostand da drüben mit den 19.554 als mit den 2.000 Euro am Anfang. Ihr seht also, wir kommen vorwärts. Ich finde es übrigens total toll, dass wir diese Reise komplett gemeinsam unternehmen. Das heißt also, ich werde mit diesem ganzen Profil überhaupt nicht offline fahren, sondern wirklich jeden Meter, den dieser Truck läuft, werde ich mit euch teilen hier auf YouTube in unserem Let's Play. Das heißt, wir haben auch tatsächlich vom allerersten Meter angefangen. Ich werde dieses Profil also nicht offline fahren. Oh, guck mal, diesen Sonnenaufgang da vorne, ist das nicht geil? Mann, 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 das sieht schon toll aus, ja.
Das heißt also, ihr seid live dabei, bei, okay, nicht live, aber ihr seid dabei bei der ganzen Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens hier. Wir könnten natürlich gerne auch mal Livestreams machen, abseits des Ganzen, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Mache ich sehr gerne, wenn das gewünscht ist. Also ich persönlich fahre ja total gerne bei Regen. Ich stehe da total drauf. Das ist also nicht nur hier im Euro Truck Simulator 2 so, sondern tatsächlich auch in allen Racing-Simulationen, die ich fahre, mag ich es total, wenn Regen, Sturm, was auch immer ist. Und wir müssen uns bitte links halten. Stehe ich total drauf, fahre ich am allerliebsten. Nicht so den langweiligen Sonnenschein. Ist natürlich Geschmackssache, ja. Also gerade in Rennen ist das natürlich eine ganz andere Sache, wenn man auf Regen fährt, aber es ist genau mein Ding. Da liebe ich, glaube ich, einfach die Herausforderung. Übrigens kommen natürlich dieses Jahr noch einige ganz große Spiele auf den Markt, ja. Da können wir zum Beispiel mal anfangen mit der Forza-Serie. Also ich habe ja Forza Horizon 4, Forza Horizon 5. Da kommt natürlich Forza, wie heißt das, Motorsport. Kommt ja im Oktober raus. Da freue ich mich sehr drauf. Das werden wir uns natürlich gemeinsam anschauen. Dann in gar nicht so weiter Ferne, nämlich schon in, ich glaube, knapp 2 Wochen, kommt schon von The Crew Teil 3 raus. The Crew Motorfest. Das ist ja auch ein Hammer-Spiel. Auch das werden wir uns 100%ig gemeinsam anschauen. Vielleicht machen wir da auch ein Let's Play, wo wir von vornherein uns das Ganze gemeinsam angucken. Da muss ich mal schauen, wie das ist, auch zeitlich, wie ich dazu komme. Ich meine, ich bin ja neben dem Ganzen, was ich jetzt hier für euch angefangen habe, mit den Streams und den Let's Plays und so weiter, auch immer noch ein arbeitender Mensch, der auch eine Familie hat und einer festen Arbeit nachgeht. Von daher ist natürlich meine Freizeit nicht unbegrenzt, aber nichtsdestotrotz werde ich immer die Zeit finden, zwischendrin für euch neue Folgen zu produzieren, denn wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ich habe total Bock. Es macht mir wahnsinnig Spaß und für mich ist das die pure Entspannung. Also das ist kein Stress oder keine Arbeit für mich. Für mich ist das hier die pure Entspannung, für euch Content zu generieren. Ja, ich weiß, ich bin wieder ein bisschen schnell. Wir ziehen einfach mal eins rüber, wenn da einer raus möchte. Aber es läuft so schön bergab und ich möchte so ungern in die Eisen steigen. Ich sag mal so, solange jetzt hier kein Kollege von der Polizei vorbeirollt. Oh, der hört sich doch auch schon mal besser an. Ist das auch gar kein Problem. Hier geht's auch schon wieder bergauf, das heißt, unsere Geschwindigkeit geht eh wieder runter. Ja, genau, ne? Also Forza Horizon Motorsport, dann haben wir The Crew Motorfest und irgendwann Anfang 24, glaube ich, kommt dann auch Test Drive Unlimited Solar Crown raus. Wobei da bin ich noch geteilter Meinung, ob das wirklich so gut wird. Aber nichtsdestotrotz werden wir es uns auf jeden Fall anschauen. Also, The Crew Motorfest auf jeden Fall. Bitte links halten. Das ist schon vorbestellt. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist ein Muss für einen Fan von Racing Games. Und ebenso natürlich Forza Horizon Motorfest. Keine Ahnung.
So, jetzt muss ich aber einfach mal hier vorbeiziehen, sonst geht das hier in die Hose. Ihr merkt das schon. Heinz ist wieder am Chaos produzieren. So. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich muss nämlich hier mich rechts halten und dann auch einfach mal die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Das heißt also, für genügend Unterhaltung und Content ist definitiv gesorgt. Also wir haben hier unser Euro Truck Simulator 2 Let's Play, das planmäßig eine sehr, sehr lange Serie wird, ja. Die euch ganz lange unterhalten soll. In der wir sehr, sehr viel vor uns haben. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben auch noch andere Spiele auf der Platte, wie gesagt. Achtung! Wir haben Forza Horizon vor uns, wir haben The Crew vor uns. Ja, also lasst euch überraschen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bin auch für Wünsche, Anregungen, Kritiken, Ideen, was auch immer. Habe ich immer ein offenes Ohr, deswegen lasst mir gerne einen Kommentar da, zu was auch immer. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. Und ich schaue noch mal kurz in die Tasse, wie spät das ist. Zeit für einen Schluck. Aber wir gucken mal. Der Tank ist nicht mehr ganz so voll. Ich glaube, wenn wir eine Raststätte sehen, da kommt auch schon eine, wenn ich das richtig sehe. Dann sollten wir uns diese direkt mal schnappen. Dort den Tank auffüllen. Mit der Schlafzeit 6 Stunden 45. Das wird ein bisschen knapp, aber haut hin. Das heißt, schlafen müssen wir nicht wirklich, aber auf jeden Fall tanken. Da möchte ich also gar kein Risiko eingehen. Es gibt, glaube ich, nichts Dooferes, als mit leerem Tank auf der Autobahn liegen zu bleiben und dann mit Notbetankung anfordern zu müssen. Glaubt mir, Leute, das möchtet ihr nicht. Das macht keinen Spaß. So, von daher fahren wir jetzt einfach mal tanken. So, Motor aus. Und dann schauen wir mal, was da so reinläuft. Im aktuellen Status, dass wir noch keinen eigenen Truck besitzen, sondern wirklich die Zugmaschinen von den Fremdunternehmern fahren, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Tankkosten gar nicht selbst tragen müssen, sondern wie ihr lesen könnt, die Kraftstoffkosten werden durch ihren Arbeitgeber abgedeckt. Ja, das heißt, wir müssen uns über die Spritkosten überhaupt keine Sorgen zu machen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, tue ich. Ich muss aber auch hier rausfahren und das kann ich nicht mit 30. So, ach, hier sind wir auch schon an der Grenze. Gut, was heißt Grenze? Man wechselt ja praktisch nur einem Land in das andere. Es gibt hier Gott sei Dank schon lange keine Kontrollen mehr. Die Tschechische Republik. Willkommen, Tschechische Republik. Ja. Mal 389 Kilometer. Oh, ich achte natürlich gerne mal auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich mache dazu einfach mal wieder den Tempomat an. Ja, Leute, und wie gesagt, ja, wenn euch der Content gefällt, den ich hier für euch produziere, dann gerne mal einen Daumen hoch, ein Like da lassen, gerne ein Abo, damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst, ja, damit ihr immer informiert werdet, wenn eine neue Episode rauskommt. Und natürlich auch immer Kommentare zu den Videos. Alles gerne gesehen. Ihr seid gerne dazu eingeladen. Ich freue mich über jedes Like, über jeden Follow, über jeden Kommentar und jeden, der mir zuschaut. So, hier haben wir doch ein wenig mehr Verkehr. Aber es fließt noch.
solange wir hier nicht stehen bleiben müssen, ist das eigentlich alles in Ordnung. Mache ich mir gar keine Gedanken darum, dass wir da pünktlich ankommen. Es geht wieder bergauf. Ach, hier wäre tatsächlich schon wieder ein Rastplatz. Das ist außergewöhnlich. Ich habe teilweise manchmal Strecken hier, wo ich das Gefühl habe, ich fahre 300 Kilometer, ohne jemals an einer Tankstelle vorbeizukommen. Ups, wir sind wie immer zu schnell. Ja, aber hier in Österreich scheinen die ja mit Tankstellen und Rastplätzen gut bestückt zu sein, was hervorragend ist. Das ist leider nicht in allen Ländern so. Aus, Kollege. Ed. Boah. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das Wetter ganz toll. Ich fahre gerne hier bei diesem Wetter. Macht es für mich einfach noch entspannter und noch interessanter. Go, go, go! Wir sind wieder auf der 80. Ja, gut. Oh, da vorne haben wir auch schon eine größere Stadt. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was das ist. Aber das Spiel wird es uns bestimmt zeigen und uns willkommen heißen in Prag. Ja, erster Aufenthalt in Prag. Sehr schön. Hallo Prag. Dritte Ausfahrt nehmen. Wir fahren dann mal in den Kreisverkehr und werden dort einfach mal die dritte Ausfahrt nehmen. Was? Wieso geht das mein Warnblinker an? Was ist das denn hier? Ausfahrt. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht verstanden, wieso sich mein Warnblinker angeschaltet hat. Aber okay. Da war es wieder, unser kleines Chaos. Das stets mit Pferd. Oh, ich bin schon wieder zu schnell. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wir halten uns rechts und biegen hier einfach mal rechts ab an der Ampel. Biege nach rechts ab. Mache ich gerne. Oh ja, das ist also Prag. Mensch, den Hänger, den könnten wir aber auch mal reinigen. Ist ja ganz schön schmutzig. Mir geht es schon wieder der Warnblinker, das verstehe ich tatsächlich nicht. Ist da eventuell irgendetwas in den Einstellungen aktiviert? Ich habe keine Ahnung, warum der mir hier ständig den Warnblinker einschaltet, ohne dass ich das möchte. Fiege, hier gibt es eine Fiege-Niederlassung. Sieh mal einer an. So, Tempomat rein. Weil ich sehe schon, da vorne müssen wir wieder abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und ich würde auch sagen, wir biegen hier einfach mal rechts ab. Biege nach rechts ab. In Prag war ich tatsächlich noch nie in meinem Leben, auch wenn das gar nicht so weit entfernt ist, aber man kann ja auch nicht überall hinfahren. So, direkt wieder den Tempomat rein.
Am Tempomat wollte ich mir auch noch ein paar Tasten anders belegen, so dass ich nicht jedes Mal den Tempomat deaktivieren, die Geschwindigkeit anpassen und den Tempomat wieder aktivieren muss. Denn ich habe gesehen, man kann hier auch Tasten belegen, um die Geschwindigkeitseinstellung des Tempomats anzupassen. Also plus 5, plus 10 km/h, minus 5, minus 10 km/h. Das vereinfacht die dauerhafte Nutzung dann auch nochmal eine ganze Ecke. Schaut euch das doch mal an, Leute. Die nassen Straßen hier, diesen tollen Regen. Ist das nicht eine klasse Atmosphäre? Also ich, wie gesagt, ich stehe da total drauf, ja. Ich mag das sehr, bei diesem Wetter zu fahren. So, da wir ja wie gesagt nach Wien fahren, genau, bin ich mal gespannt, wann wir denn in Österreich ankommen zum ersten Mal. Österreich ist ja grundsätzlich überhaupt so ein Land, wo ich total gerne Touren fahre hier im Euro Truck Simulator 2. Weil das ist landschaftlich halt einfach, das ist spitze, ja. Also da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Berge, Natur und so ist einfach fantastisch. Genauso wie Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden. Das sind ja Touren, da kommen wir ja alles noch zusammen hin in unserem Let's Plays. Werdet ihr noch sehen. Also das sind grandiose Landschaften dort, und dort mit dem Truck auf Natur durchzufahren, es ist einfach fantastisch. Und sobald wir dann mal einen eigenen Truck haben, können wir ja viel freier entscheiden, wo wir uns aufhalten, wo wir fahren und so weiter. Und dann gucken wir uns diese Gegenden alle selbstverständlich zusammen an. Das verspreche ich euch. Auch hier merkt man schon, geht es ein bisschen, ja, hoch und runter teilweise. Für uns Flachlandstiroler ist das schon eine ganze Menge. Für die Leute, die aus der Gegend kommen, natürlich nichts, ja. So, wie schaut es denn aus? Wir haben noch 246 Kilometer. Der Tank ist so gut wie voll. Die Schlafanzeige füllt sich. Wir müssen in 4 Stunden 22 Minuten die nächste Pause einlegen. Sind aber in 3 Stunden und 35 Minuten bereits am Ziel. Das heißt, ihr seht also, auch hier ist eine Schlafpause nicht notwendig, da wir bereits vorher am Ziel ankommen und somit keine Ruhezeit einlegen müssen. Wir schlafen ja immer zwischen unseren einzelnen Aufträgen, ja, wenn wir dann über Nacht da bleiben und ein paar Stunden und dann weiterfahren, ja. Da haben wir ja dann praktisch immer unsere Ruhezeiten, die wir somit einhalten. Wie schon gesagt, ihr verpasst also absolut nichts in diesem Profil. Da, wo wir eine Episode beenden, genau da machen wir in der nächsten Episode auch gemeinsam weiter. Der Truck wird also keinen Meter bewegt in der Zwischenzeit. Ihr verpasst also nichts und seid von Anfang an komplett und lückenlos dabei. So. Ich finde das übrigens auch ganz toll, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, der Unterschied am Sound, wenn man die Fenster öffnet und schließt, auch links und rechts. Das ist fantastisch, wie die das umgesetzt haben in diesem Spiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen hier mal ganz kurz ein wenig bremsen. Ein Junge mit einem Mini Cooper. Das würde nicht gut für dich enden. Gerade so kleine Autos bei Auffahrunfällen zwischen LKWs. Das ist keine gute Sache für den PKW, sage ich euch, Leute. Deswegen immer fahrt vorsichtig, fahrt bewusst, fahrt vorausschauend, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist euer Leben, es ist das Leben von anderen Verkehrsteilnehmern.
Bitte fahrt vorsichtig. Oh, da vorne sind aber ganz schöne Regenwolken unterwegs, Leute. Ich glaube, wir fahren hier in eine wirkliche Schlechtwetterzone. Aber auch hier sehe ich wieder diese realistischen Himmel, die ich mir installiert habe. Super. Sehen fantastisch aus. Gefällt mir ausgesprochen gut. Viel besser als die langweiligen Originaltexturen. Oh, der Griff zur Tasse. Allerdings, wenn wir unseren eigenen ersten Truck haben, dann wird dieser selbstverständlich umgehend mit einer Kaffeemaschine ausgerüstet. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, eine ganz wichtige Sache und das wichtigste Utensil für mich während der Fahrt. Ein Leben ohne Kaffee ist angeblich möglich, aber meines Erachtens nach sinnlos. Ich möchte gar keine Tage ohne Kaffee erleben. Also für mich. Wir sind in Brünn, Leute. Hallo Brünn. Ja, herzlich willkommen in Brünn. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich würde auch sagen, wir nehmen hier mal die Ausfahrt rechts, Leute. Ja? Nimm die Ausfahrt rechts. Und fahren hier einfach mal ab. So, hier sehe ich auch schon Wien auf dem Verkehrsschild. Oh, da steht ein Warndreieck. Ja, du hast da natürlich einen fantastischen Platz rausgesucht, ja, zum Liegenbleiben. In der Ausfahrt, das ist natürlich hervorragend. So. Und hier gibt es auch eine Werkstatt. Dann haben wir hier DSV. Okay. Ja, ich habe mir tatsächlich den rechten Außenspiegel eingeblendet hier. Obgleich ich ja, total auf Realismus stehe hier im Simulator. Aber das hat ganz einfach den Hintergrund. Natürlich kann ich hier mit der Maus meinen Kopf nach rechts drehen. Aber das ist natürlich gerade von der Verzögerung, von dem zeitlichen Aufwand und von der Ablenkung von der eigentlichen Fahrbahn ganz weit entfernt von dem, wie es in der Realität ist, von mal kurz einen Blick in den Außenspiegel zu werfen. Von daher blende ich mir tatsächlich oben den rechten Außenspiegel einfach ein. Denn ich habe keine Lust, hier Unfälle zu verursachen. Hallo Österreich, wir sind übrigens in Österreich angekommen, ihr Lieben. So, hier ist 70. Ach, hier haben wir schon 80, alles klar. Dann fahren wir auch schon mal rüber. Sorry da hinten, ich habe dich kommen gesehen, aber es war noch Platz, von daher locker bleiben und den Tempomat rein. Ja. Bitte links halten. Bitte links halten. Ich würde sagen, wir halten uns hier einfach mal links, Leute. Das ist wohl der bessere Weg. Da oben steht auch schon Graz und Wien. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Sind auch schon unter den 100 Kilometern. Es läuft fantastisch. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie unser Kontostand nach Beendigung dieser Tour aussehen wird. Es geht mit großen Schritten voran. Also ich selbst muss ja auch gestehen, auch für mich ist der Anfang hier von einer Karriere im Euro Truck Simulator 2 auch nicht sonderlich spannend und aufregend. Das ist mir bewusst, da wir im Moment ja nicht wirklich viel machen
als eine Tour nach der anderen zu fahren für Fremdfirmen, ja, ohne eigenen Truck. Wir nehmen random Trucks, wir nehmen random Frachten, ja, weil wir einfach erstmal Geld verdienen müssen, um uns unseren eigenen Truck leisten zu können. Sobald wir das geschafft haben, wird das Ganze natürlich viel besser und spannender, ja, weil dann haben wir die Freiheit zu entscheiden, was wir machen. Und auf dieses Ziel arbeiten wir gerade mit Hochdruck hin. Hier sind 70, dann können wir direkt mal abbremsen. Ja, ich achte hier einfach mal auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier einfach mal die Ausfahrt links nehmen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und zeitgleich einfach auch mal auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten, da wir mal wieder viel zu schnell sind. So, hier haben wir schon wieder unsere 70 erreicht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin schon wieder zu schnell. So, da ist frei, dann können wir direkt rausziehen. Gut. Weiter geht es. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir nehmen hier mal direkt die Ausfahrt. Und herzlich willkommen in Niederösterreich. Uiuiuiui, 50, da sind wir natürlich ein klein wenig zu schnell. Ich nehme mal an, ihr habt das Gähnen gerade gehört. Bitte links halten. Das ist das, was ich euch schon mal erzählt habe. Ihr seht, das blaue Bett füllt sich. Was so viel bedeutet, wir nähern uns dem Zeitpunkt, wenn wir eine Ruhezeit einlegen müssen. Aber wenn ihr mal schaut, wir haben noch 25 Kilometer und noch 27 Minuten. Daher, wir werden diese Tour beenden, bevor wir schlafen müssen. Von daher können wir das aktuell jetzt tatsächlich mal so hinnehmen. Und außer ein paar Gähnern, die wir immer wieder hören werden, sollte hier nichts weiter passieren, ja? So, wir ordnen uns mal links ein und müssen die Ausfahrt links nehmen. Was war das denn jetzt? Unfall, 160 Euro, da kann mir doch nur wieder einer hinten reingebrettert sein. Erster Aufenthalt in Wien. Ja Leute, ich würde sagen, wir sind angekommen. Ja, dieser Auffahrunfall, der ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ja. Hat der Idiot denn nämlich nicht gesehen, dass ich hier rausfahre? Also. Nimm die Ausfahrt rechts. So, wir fahren aber hier mal rechts direkt wieder ab und sind wie immer zu schnell. Ja, hier sind ja doch einige Kollegen unterwegs, wie ich sehe. Biege nach rechts ab. So, hier fahren wir direkt wieder ab. Ach, hier ist auch schon das DHL-Zeichen zu sehen, ja. Wenn wir uns dann endlich unseren Truck kaufen und diesen ausrüsten, machen wir das selbstverständlich auch zusammen in einer Episode, ja. Also keine Sorge, ihr werdet auch dabei sein. Das wird eventuell eine ganze Episode nur Truck ausrüsten, ausstatten. Wir müssen einfach mal schauen. Ja, das kostet ja auch alles ziemlich viel Geld hier im Euro Truck Simulator. Biege nach rechts ab. Und da sind wir schon wieder am Gähnen. So,
Ich muss natürlich auch nachher das Wasser noch aufwischen, da ich ja das Fenster aufließ die ganze Zeit, entspannt. Mein linker Arm ist komplett nass. Aber okay, damit komme ich klar. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und da vorne ist auch schon unsere Abladestelle, ihr Lieben. Biege nach links ab. Hier endet es. Wir biegen nach links ab und sind angekommen. Ich bin gerade in Eile. Und dann schauen wir mal. Ausgezeichnet. 10.461 plus 303 plus 505. Das heißt, das Ganze hat uns 11.269 Euro eingebracht. Das ist super, Leute. Entschuldigt. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir hier einen Punkt drauf machen. 10% höhere Vergütung, also ein Anstieg um 5%. Hier können wir aber, ich glaube, wir machen einfach nochmal auf die Fernfahrten drauf, weil weitere Fahrten bringen einfach mehr Kohle. Wir haben noch schon wieder eine E-Mail erhalten. Wir können Ihnen helfen zu wachsen. Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts Ihrer stetigen Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihre Kreditlinie auf 500.000 Euro zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihrer örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Hochachtungsvoll, Verkaufsmanager, Bank. Ja, das ist natürlich toll. Und man bietet uns bis zu 500.000 Euro auf Kreditbasis von der Bank an. Wenn ihr mal auf unseren Kontostand schaut, wir haben mittlerweile 30.000 Euro aus Erfahrung. Das ist, wie gesagt, ja nicht mein erstes Profil, das ich hier fahre. Im Eurotruck Simulator 2 kann ich euch aber sagen, ich möchte diesen Kredit so noch nicht annehmen. Wir sollten auf jeden Fall weiterhin erstmal Guthaben anhäufen und dann das Ganze vielleicht noch durch einen mittleren Kredit aufstocken und uns dann eine vernünftige Zugmaschine kaufen, ja? Okay, Leute, bis dahin. Damit haben wir auch diese Tour erfolgreich abgeschlossen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, Like, Abo, ja, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und lasst gerne einen Kommentar dann. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.